das gut geht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich stand seit 2 Jahren nicht mehr auf dem Brett. Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Au, mein Knie schon wieder. So, neues Video. 2. Day-Vlog. Ich packe jetzt meine Sachen, dann fahre ich zum Zug, dann fahre ich nach Berlin. Es ist nicht wirklich ein Day-Vlog, weil das Event, was ich besuche, beginnt erst morgen, aber ich fahre heute schon zu Kumpels. Und zwar werde ich den Karneval der Kulturen besuchen in Berlin. Ein Riesenevent mit einem Karnevalsumzug, wo tausende von Menschen durch die ganze Stadt ziehen, überall sind kleine Stände aufgebaut. Richtig cooles Event, war ich noch nie. Und ich wollte euch da mal gerne mitnehmen und euch meinen Eindruck geben. Alter, warum geht mir so die Pumpe? Warum klettert ein Käfer über meine Linse? So, jetzt geht's aber erstmal schnell zum Zug. Ich bin spät dran, mein Knie tut weh. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Okay, ein kleiner Kickflip. Sollte aber noch drin sein. Boah, ich kann das so nicht stehen lassen. Okay, ich lasse es. Ah, sonst habe ich gleich lang Schulterschaden. Oh, mein Arsch. Okay, ab zum Zug. Ich habe keine Zeit mehr. Tschüss, Sally. Bis in 2 Tagen. Ich bin jetzt in der Wohnung von meinen Kumpels hier in Berlin. Wir werden den Abend jetzt noch ein bisschen ausklingen lassen, ein bisschen in die Häuser ziehen, 1, 2 Bierchen trinken. Es sind ein paar Freunde hier. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim Frühstück. Und dann geht es auch schon zum Karneval. Good night. Marvin zeigt uns jetzt einen Zaubertrick. Das ist ein stinknormales Bier. Kein doppelter Boden hier, nichts. Pass mal, nimm mal in die Hand ruhig. Ja. Check mal. Probier ruhig, es ist ein stinknormales Bier. Absoluter... So, ich zeige dir einen Zaubertrick. Und jetzt ist das Bier weg. Einfach. Und dann. Ganz normales Bier. Komm mal her, komm mal her. Guten Morgen. Hier habe ich gepennt, bin jetzt gerade wach. Man sieht, ich bin noch ein bisschen fertig. Bin gestern noch ein bisschen länger unterwegs. Ich habe gerade für die Jungs hier ein Brötchen reingemacht. Vielleicht gibt es noch ein paar gekochte Eier. Dann frühstücken wir und um 14 Uhr treffen wir uns mit den anderen Leuten. Und dann geht's los zum Karneval der Kulturen. Wetter ist ganz okay. Sollte eigentlich regnen, aber es ist bisher nur bewölkt und die Sonne kommt ab und zu mal durch. Hoffentlich bleibt das so. Ist warm. Genau. Wir essen jetzt erstmal was Schönes und dann geht's weiter auf die Straße. Ich weiß nicht, warum man kann man denn zum Frühstück schon ein Bier trinken? Ich schmeck richtig Arsch, Digga. Es geht los zum Treffpunkt. Wo fahren wir hin? Wie heißt Mehringdamm. Der? Mehringdamm laufen. Mach keine Pausen. Wir fahren zur Gneisenau, Straße 18 mal lieber. Heute haben wir alle eine Klauen gefrühstückt, auch hier. Ach, du filmst immer noch, Digga. Die Bahnen werden voller, wir kommen in die richtige Richtung.
arbeiten. Ich muss einfach. Nachdem wir jetzt aus dem Jubelsfreien Zug raus sind, sind wir jetzt hier in der Suite. Wir treffen uns jetzt erstmal mit Karl und Marvin, zwei Kollegen. Ja, hier ist schon gut was los und das ist noch nicht mal der Mainpunkt. Also, das ist echt krass, wie viele Menschen hier unterwegs sind heute. Plus minus 15 Minuten. Hey Chat, wie findet ihr mein Glitzer? Ich wurde angeglitzert. Sieht man das? Unmöglich. Also so viele Leute hier. Aber ich glaube, ich habe trotzdem jetzt gute Aufnahmen bekommen. Jo, wir ziehen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir gehen jetzt ein bisschen durch die City und es folgen noch ein paar mehr Eindrücke. Viel Spaß. Wir suchen hier gerade Dino, einen Kumpel, aber erstmal hat man hier kein Netz, weil hier zu viele Leute unterwegs sind. Zweitens, finde mal hier eine Person unter Millionen von Menschen, ey. Oh, ich habe ein Bier umgekickt. Wir haben ihn gefunden, da kommt er. Aha, hola. Was halt auch richtig geil ist, ist, dass hier überall Essensstände sind. Also kulinarisch auch echt geil. Also wenn ihr nächstes Jahr Pfingstsonntag nichts vorhabt, kommt gerne her und gebt euch das. Das ist echt richtig geil hier. Jetzt gibt es erstmal ein schönes verbranntes Würstchen, geil. Thank you.
Leon, wie viel Shield hast du? Ich hab 50, Bro. 50 Shield. Na? So, Leon geht nicht mehr verloren heute. Hier bin ich! Hallo! War schön. Ja. Ich muss hinter Leon gehen, ich muss dir ein paar Leute gegen den Kopf werfen. Film! Hey! Lass meinen Luftballon in Ruhe! Kauf dir einen eigenen, Alter! So, wir sind jetzt in der Hasenheide, das ist ein großer Park hier. Hier ist ein bisschen ruhiger, mal ein bisschen rauskommen hier aus der Menschenmasse. Genau, ich werde auch nicht mehr lange bleiben, weil ich werde heute schon wieder zurückfahren. Wie gesagt, das ist ein Dayvlog und ein Zwei-Day-Vlog. Ja. Ja, wie immer. Wie ja, ich immer, weiß. Wie immer. Ich habe zu tun, ich muss morgen mein Video schneiden. Lass uns immer, wann die ja, beste ich, Zeit ist. Ich lasse euch immer im Stich. Alter. Wow, wow, wow. Dauert es auch nicht mehr lange. Ich glaube, ein, zwei Stündchen und dann werde ich mit dem Zug nach Hause fahren, weil das ist übelster Akt hier mit der U-Bahn und S-Bahn überhaupt zum Hauptbahnhof zu kommen, weil das hier alles ultra überfüllt ist. Ich bin mal gespannt, ob ich den Zug überhaupt bekomme. Was ist heute? Holzpfingstsonntag? Wie heißt es eigentlich heute, was wir machen? Karneval der Kultur. Ach so, nach dem Karneval der Kulturen ist immer... Boah. Naja, auf jeden Fall, du kannst es ja auch sagen. Aber nach dem Karneval der Kulturen ist immer der Endrave. In der Hasenheide. In der Hasenheide. Ein dicker Wave. Ich will ja nochmal in die Kamera sagen, weil alles ich gut. Nicht mehr geschafft. Die Popel steht schon. So, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen vom Karneval der Kulturen. Ich werde ultra von der Sonne geblendet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao. 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 Tschüssi.